Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur 47. Lesung des wundervollen Buches aus der Mitte des 19. Jahrhunderts von James Atkin Wiley, Das Doppelgesicht des Papsttums. Ja, es ist schon die 47. Lesung. Wir nähern uns dem halben Jahrhundert, 50. Ich schätze, es werden sogar ein wenig über 50 Lesungen, weil wir haben noch ein Kapitel vor uns, oder besser gesagt, einen Anhang des letzten Kapitels vor uns. Dann fängt das dritte Buch an und dann gibt es auch noch ein viertes Buch, also es sind noch einige Seiten davor. Aber bevor wir anfangen, möchte ich mal eben einen herzlichen Glückwunsch aussprechen an Bruder Marius, der sich die ganzen letzten Wochen unaufhaltsam dafür eingesetzt hat, uns Bücher noch lesbarer zu machen und zur Verfügung zu stellen, als sie bereits sind. Und so hat er das Buch Das Doppelgesicht des Papsttums, wie ihr hier seht, in lateinischer Schrift fertiggestellt. Es sind einige Dinge, die da jetzt noch in Kleinarbeit zugefügt werden müssen, um das Ganze abzurunden. Das geht um Unterstreichungen, die Farbe der Unterstreichungen, und wir werden uns dann auch noch ein Vorwort darüber ausdenken, und dieses wird dann innerhalb der kürzesten Zeit auf meinem archive.org hochgeladen. Da kann man dann ja auch immer die Datei, wenn sie verändert ist, weil Fehler entdeckt wurden und ausgemerzt wurden, dann kann man die Datei ja einfach ersetzen, aber der Link, der Download-Link bleibt derselbe. Das kann ich euch also versprechen. Ich habe die Datei heute bekommen. Ich werde sie wahrscheinlich spätestens morgen im Laufe des Tages hochladen. Morgen, das ist der 8. September 2020. Wenn ihr dieses Video seht, ist das schon längst passiert. Aber einmal eben, bevor wir mit der Lesung anfangen, ein ganz herzliches Dankeschön für die großen Mühen, die der Bruder Marius sich gemacht hat. Der Teutsche Michel, da ist er noch dran, das Buch zu machen. Das wird dann auch in einem Anhang wohl an diesem Buch mit dran sein, glaube ich, ne? Hattest du, glaube ich, gesagt. Ja, Richtig? nun diese Zusammenfassung bzw. Auswahl der Thesen, die Ja. wir in dieser Sendung, in dieser Reihe mitgelesen haben. Genau, das, was wir die letzten drei Videos, glaube ich, oder die letzten drei Sendungen, glaube ich, besprochen hatten, ne? Den Auszug aus den 666 Thesen, die der Panizza, oder die du von dem Panizza, heißt der, glaube ich, da rausgesucht hast, ne? Diese Panizza, Zusammenfassung. ja, ist Ja. bereits da angehängt Das als ist bereits letztes. im Anhang. Okay. Wunderbar. Deswegen ist das Buch auch mit 523 Seiten sehr, sehr lang. So viel jedenfalls dazu, dass jeder, der eben diese Frakturschrift nicht so gut lesen kann, wie ich sie jetzt hier lese, ich kann sie auch nicht super gut lesen, aber ich muss mich darin ja immer üben, deswegen lese ich das gerne so weiter. Wer das nicht so gut lesen kann, der kann sich das Buch eben in lateinischer Schrift runterladen. So, also Marius, herzlichen Dank nochmal dafür, für deine Mühen, deine Arbeit, dass du das gemacht hast. Auch herzlichen Dank an Bruder Alexander, dass er sich wieder die Mühe gemacht hat, ein wundervolles Lied aufzunehmen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Musik ist mir ganz besonders positiv mit dem Text aufgefallen. Leider hatte ich nicht so wahnsinnig viel Zeit, um da ein Video von zu machen. Deswegen entschuldigt bitte, wenn das ein wenig amateuristisch überkommt vielleicht. Aber ich glaube, beim Alexander geht es auch wirklich darum, dass wir uns diesen Text, der basiert auf einem Kapitel in dem Buch Jeremia, dass wir uns den Text anhören und vereinnahmen und uns eigen machen, wo Gott spricht. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, ganz interessanter Text, ganz interessantes Lied. Und deswegen sage ich dann jetzt mal Film ab. Weh den Hirten, wenn die Schafe meine Weide verderben und zerstreuen, spricht der Herr. Darum so spricht der Herr. Der Gott Israels über die Hirten, die mein Volk habt meine Schafe zerstreut und versprengt und nicht nach ihnen gesehen. Ich werde an euch die Bosheit eurer Taten heimsuchen, spricht der Herr. Und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin ich
werde sie wieder zu ihren Weideplätzen bringen. Sich werde sie weg mehr früchten. Noch erschrecken müssen. Auch soll keines mehr vermisst mehr werden. Sie werden fruchtbar sein und sich mehren. Und ich werde Hirten über sie setzen, die sie weiden. Sie es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich den David einen gerechten Spross erwecken, der wird als König regieren und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es kommen Tage, da wird man sagen, der Herr lebt, der den Samen des Hauses Israels aus dem Norden herausbrachte. Und aus allen Ländern, in die ich sie vertrieben hatte. Und sie werde in ihrem eigenen Lande wohnen. Ein sehr, sehr schönes Lied. Ja, wie jede Woche eigentlich. Alexander überrascht mich immer wieder, dass er so tolle Dinge zusammenstellt, und oftmals passt es dann auch noch sehr, sehr gut zu der Lesung. Das kommt dann noch bei. Ja, das ist dann die Wirkung des Heiligen Geistes, sag ich mal. Also, wir beschäftigen uns heute mit dem 20. Kapitel aus dem Buch Das Doppelgesicht des Papsttums, Geschichte, Lehren, Geist, Einfluss, Zustand und Aussichten der römischen Kirche. Ja, die Aussichten, die sind düster. Aber das ist ja auch nicht verwunderlich, weil schließlich hat diese Kirche Düsternis über die Welt gebracht für hunderte von Jahren. Und von daher ist es auch nur gerecht, dass sie selbst von der Düsterheit kostet, wenn sie und ihr Führer, der Antichrist, in das bodenlose Loch gestürzt werden zur Zeit, wenn Jesus Christus wiederkommt. Dieses Kapitel, von dem wir jetzt, das wir jetzt anfangen zu lesen, das heißt, den Ketzern braucht man nicht Wort zu halten, ist ein weiteres Beispiel dafür, wie düster die römisch-katholische Kirche wirklich ist, und ist ein weiteres Beispiel dafür, wie doppelzüngig die Worte der römisch-katholischen Kirche sind. Ich bringe es mal auf einen einzigen Satz zusammen, eigentlich nur drei Worte. Und Edmund Paris hat einmal in Englisch ein Buch darüber geschrieben, oder ein Buch geschrieben, das sich mit dem Thema beschäftigt hatte. Das ist ganz einfach das Motto der römisch-katholischen Kirche, wenn es um Ketzer geht. Das Motto der römisch-katholischen Kirche ist: Konvertiere oder stirb. Und man kann Ketzern alles erzählen, was man will. Halten muss man nichts, weil sie sind ja Ketzer. Sie sind ja sowieso dem Tode aufgeschrieben, weil ein Ketzer ist außerhalb der römisch-katholischen Kirche. Und außerhalb der römisch-katholischen Kirche gibt es keine Erlösung. Das ist die Lehre dieser Kirche. Und wie sie mit diesen Ketzern umgeht und wie sie denen die Hucke vollgelügt hat oder vollgelogen hat in der Vergangenheit, voll lügt heute und in der Zukunft die Hucke voll lügen wird, ja, da werden wir jetzt ein wenig drüber lesen. Zur Vervollständigung des Gemäldes der römischen Lehre in seinen Hauptzügen gehört die einen tiefen Abgrund der Sünde und des Verderbens und öffnende Behauptung, Zitat, dass man, sobald es der Vorteil der Kirche erheische, ein den Ketzern geleistetes Versprechen nicht zu halten brauche, weil die dispensierende Gewalt der Kirche in solchem Falle wirksam eintrete. Ende Zitat.
Wenn Papisten diese niederträchtige Lehre abzuleugnen versuchen, so darf uns dies nicht verwundern, weil erstlich alle edleren Naturen davor zurückschrecken müssen, weil ferner diejenigen, welche wirklich schlecht genug sind, solch ein Prinzip überhaupt anzunehmen, sich natürlich auch nicht entblößen werden, es abzustreiten, weil ferner ein Zugeständnis desselben es vollkommen unwirksam machen würde. Jedes Einräumen des Prinzips wäre einem Aufgeben seiner Zwecke gleichzuachten, weil sich dann natürlich niemand finden würde, der mit Rom noch irgendeinen Vertrag abzuschließen geneigt wäre. Überdem ist Rom auch nicht in der Lage, dem Odium, das ist also ein übler Beigeschmack, zu trotzen, welche dem Eingestehen einer solchen Maxime notwendig folgen müsste. Rom kann dieses Zeichen an der Hand tragen, wo Verhüllen möglich ist, nicht aber an der Stirn, weil dann sogleich alle Welt voll Abscheu sich von ihm abwenden würde. Dies ist ein Beispiel hierfür, dass der original unterstrichene Text grün ist. Das heißt, das ist keine Lüge, das ist einfach nur eine wichtige Textzeile. Das müsste ich hier also auch noch farblich anpassen. Ja, es geht hier um die Wahrheit, das ist in diesem Text drin. Aber die Farbe grün ist halt die Standardfarbe, die ich gebrauche, die sonst überall für Lüge steht, wie ich gerade bereits erklärt hatte. Ich habe noch eine Frage zum allerersten Abschnitt. Mhm. Da stand eben etwas von einer dispensierenden Gewalt. Was ist dann also die Auswirkung? Was ist die dispensierende Gewalt der Kirche? Dispensieren ist im Grunde das Verb, das kommt von dem Hauptwort Dispensationalismus. Die römisch-katholische Kirche ist eine Dispensationalismus-lehrende Kirche. Und Dispensationalismus heißt, dass die Kirche lehrt uns, Gott habe uns die Geschichte und die Prophezeiung, alles, was sich noch erfüllen wird, immer in Stückchen gegeben. Dispensiere, das kommt von so einem Dispenser. Du kennst doch so einen Seifendispenser. Da drückst du einmal drauf, kommt ein Stückchen Seife raus. Ne? Das nennt man Dispenser. Davon kommt Dispensieren, davon kommt das. Immer nur in Stückchen geben. Das heißt mit anderen Worten, die Kirche will uns verkaufen, dass Gott uns nie das Gesamtbild zeigt, sondern immer nur Stückchen freigibt von seiner Lehre. Dass man nie das ganze Bild sehen kann. Und das ist verkehrt. Man sieht nie das ganze Bild, wenn man in der römisch-katholischen Kirche ist. Das stimmt, weil die dispensiert. Aber die Bibel, die sagt uns bereits, genau wie auch geschrieben steht, Gott kennt das Ende von Anfang an. Und die Bibel gibt uns auch das Ende zu bekennen, nämlich im Buch der Offenbarung. Und sie gibt uns den Anfang zu bekennen im Buch Genesis. Die Bibel, Gottes Wort, ist nicht dispensationalistisch, aber die römische Kirche ist das. Und das kommt halt von dem Wort dispensieren, wie du halt so einen Seifendispenser oder sowas kennst, um jetzt mal ein Beispiel zu nehmen. Welchen Zusammenhang ist das, wenn Sie sagen, dass ein geleistetes Versprechen nicht gehalten werden muss, weil die dispensierende Gewalt der Kirche wirksam wird oder eintrete? Also, dann gehen wir noch mal in diesen Satz rein. Da muss ich mir da auch noch mal ein klein wenig tiefer anschauen. Dass man, sobald es der Vorteil der Kirche erheische, ein den Ketzern geleistetes Versprechen nicht zu halten brauche, weil die dispensierende Gewalt der Kirche in solchem Falle wirksam eintrete. Das heißt mit anderen Worten, ich gebe ja immer nur ein Stückchen frei. Ich brauche dem Ketzer nicht irgendwas zu versprechen, was in ferner Zukunft liegt, weil ich ihm immer nur das Naheliegende im Grunde lehre. Ja? Ich möchte das mal eben anhand eines Beispiels deutlich machen, wo die Kirche gelogen hat und wo sie eben genau dieses Prinzip zugepasst hat. Und das ist im Konzil von Konstanz 1415, wo man den Jan Hus ja aus Böhmen eingeladen hat, aus Prag eingeladen hat, um dahin zu kommen. Man hat ihm sicheres Geleit versprochen. Das hat er auch bekommen, dass er da ankam. Aber man hat ihm das sichere Geleit entzogen, als er da war. Und hat ihn lebendig verbrannt. Und das Dispensierende in diesem Fall ist, dass man ihm zwar das sichere Geleit zugesagt hat, ihm das dann aber wieder abgesprochen hat. Das heißt, man sagt nie die ganze Wahrheit. Ich glaube, so kann man das vielleicht am besten jetzt erklären in diesem Fall. Wenn die römisch-katholische Kirche zu dir kommt und sagt, sie gibt dir ein freies Geleit dahin, dann gehst du davon aus, ich habe freies Geleit, kann mich da frei bewegen und kriege auch wieder freies Geleit zurück.
Die Dispensierung ist aber, dass sie halt nur einen Teil der Wahrheit sagt. Verstehst du? Dispensieren. Wenn du einmal auf den Seifenspender drückst, dann kommt ein Teil auf deine Hand, du kannst dir die Hände waschen, aber der Rest bleibt in dem Spender. Ja? Das heißt, sie geben dir einen Teil der Wahrheit, aber sie sagen nie alles. Sie geben dir das freie Geleit und sie haben Jan Hus das freie Geleit gegeben, woraus er natürlich versteht, ich komme da frei hin, ich kann auch wieder frei zurück. Nee, du kommst da hin, du wirst da festgesetzt und du wirst da ermordet. Das haben sie nicht dabei gesagt. Das ist Dispensationalismus. Man sagt aber nur einen Teil der Wahrheit, einen Teil der Geschichte. Ja? Also das, was wir aus den Nachrichten sozusagen kennen. Ungefähr, ja, genau. Wenn Sie heute dies erzählen und morgen das erzählen, das hat mit demselben Thema zu tun, aber geht einen Schritt weiter und den nächsten Tag geht es noch einen Schritt weiter und den nächsten Tag geht es noch einen Schritt weiter. So baut man zum Beispiel Nachrichten auf, bevor ein Krieg beginnt. Ne? Diese Stufen, das ist Dispensationalismus, ja, genau. Also einen Teil verraten, aber die wichtigen Details beibehalten. Genau. Genau so ist das. Weil eben, wie hier auch beisteht, weil die Kirche natürlich immer den Gewinn davon wegtragen muss. Man darf ja nie vergessen, die Kirche arbeitet ja nie gegen sich selber. Sondern wir kennen ja die Maxime unter anderem der Jesuiten, das ist ja im Grunde die Maxime der römisch-katholischen Kirche auch, der Zweck heiligt die Mittel. So, und wenn der Zweck ist, oder wenn das Mittel ist, einem Ketzer freies Geleit zu gewähren, dann mache ich das, weil ich weiß, er kommt damit zu mir, ich locke ihn im Grunde in die Falle, ja, wie so eine Venus-Fliegenfalle, so eine fleischfressende Pflanze, die dann wohlriechende Düfte ausstrahlt, worauf die Fliege kommt und wenn sie einmal drin ist, dann schnappt die Falle zu. Mit der Kirche hier genau das Gleiche. Das ist ein Lockmittel in diesem Fall hier, bei Jan Hus zum Beispiel gewesen, ne? Man konnte ihm anders nicht habhaft werden und man wollte ein Exempel statuieren. Dafür hat man ihn da hingelockt und dann hat man ihn da festgenommen. Ja. Habe ich das jetzt genügend erklärt? Ja, ich denke, das ist jetzt klar geworden und da werden jetzt auch die Parallelen zu unseren heutigen Medien sehr klar. Da wissen wir auch, wem die gehören und nach welchem Muster der verfahren wird. Ja, genau. Wenn ich jetzt höre, dass da wenn ich im Autoradio sitze, dass da gesagt wird, der Kim Jong-un regt sich da mächtig auf und das ist der Böse, aber was nicht gesagt wird, dass da zuvor an seiner Grenze Manöver ausgeführt worden sind. Also die Hälfte der Wahrheit und schon haben wir ein anderes Bild. Und das nennt man eben auch Dispensationalismus, ne? Das ist, ein Teil wird gegeben und der große Teil bleibt eben in diesem Spender drin, ne? Das kannst du mit Informationen genauso machen. Du gibst einen Teil der Informationen, den größten Teil der Informationen hältst du zurück. Oder du gibst die unwichtige Information und die wichtige Information hältst du zurück. So in der Richtung. Ja, das ist halt Dispensationalismus. Gut, wenn ich das für dich jetzt genügend erklärt habe, ist das für die anderen ja, auch der Fall, die uns hier zuhören? Oder hat da noch jemand eine Frage zu diesem Thema? Na gut, dann fahre ich gerne fort in der Lesung, wenn das in Ordnung ist für euch. Also, Rom kann dieses Zeichen an der Hand tragen, wo Verhüllen möglich ist, aber man kann sich einen Handschuh überziehen, nicht aber an der Stirn, weil dann sogleich alle Welt voll Abscheu sich von ihm abwenden würde. Wenn ich es an der Stirn trage, ja, da hilft mir auch keine Mundmaske, die ist da drunter, ne? Das an der Stirn, das ist dann eben sichtbar. Deshalb gelten auch die Aussagen seiner Priester in diesem Punkte gar nichts. Nur die Konsequenz der kirchlichen Gesetze und die Geschichte, ein Tribunal, vor welchem keine Einwendungen gelten, können uns über den fraglichen, können uns über den fraglichen Punkt belehren. Das Zeichen der Ächtung des Kainsmals werden wir bald genug erkennen. Der leicht zu führende Beweis ist kurz dieser. Den Satz, Zitat, dass den Ketzern, wo es das Beste der Kirche begehre, die gelobte Treue nicht zu halten sei, Ende Zitat, hat das dritte Lateranische und das Kostnitzer Konzil behauptet, das Tridentiner aber hat es bestätigt. Wieder mal das Konzil von Trient. Wir erinnern uns an das Buch von Neuner und Droos, Der Glaube der Kirche, wo wir all diese Beschlüsse des Trienter Konzils nochmal nachlesen können.
Es ist daher auch in den Ordinationseid aller Priester mit aufgenommen und ist endlich von der römischen Kirche sowohl in einzelnen hervorragenden Fällen wie auch im allgemeinen Verlauf ihres Handelns praktisch betätigt worden. Das dritte, 1167 von Antichrist Papst Alexander III. Abgehaltene, von allen Papisten als ein allgemeines anerkannte lateranische Konzil, bestimmte in seinem 16. Kanon, Zitat, dass Eidschwüre, welche gegen das Interesse und die Wohlfahrt der Kirche geleistet würden, nicht als solche, sondern als Meineide anzusehen seien. Ende Zitat. Demzufolge denn auch das vierte oder große Laterankonzil Untertanen ketzerischer Fürsten ihres Eides ledig erklärte. Das Kostnitzer Konzil, also das ist das Konstanzer Konzil, von dem ich ja bereits gesprochen hatte mit Jan Hus, bestätigt solches in 1414 nach Christus durch die von dem Gelehrten L'Enfant uns aufbewahrten Worte. Zitat, dass man durch kein natürliches oder göttliches Gebot gehalten sei, zum Nachteil des katholischen Glaubens einem Ketzer Wort zu halten. So, und das, Marius, erklärt jetzt noch einmal das, was ich dir gerade eben mit meinen eigenen Worten versucht habe zu erklären. Hier sagt der Autor das nochmal, dass man durch kein natürliches oder göttliches Gebot gehalten sei, zum Nachteil des katholischen Glaubens einem Ketzer Wort zu halten. Mit anderen Worten, man hat einem Ketzer, nämlich Jan Hus, das Wort versprochen, ihm freies Geleit zu geben zum Konzil, aber es würde gegen das Wohl der römisch-katholischen Kirche gehen, wenn man das auch getan hätte. Ne? Man kann einen solchen Menschen nicht leben lassen, also das wäre zum Nachteil des katholischen Glaubens gewesen, wenn man das Wort gehalten hätte. Und es gibt kein natürliches und auch kein göttliches Gebot, das die römisch-katholische Kirche verpflichtet, um einem Ketzer, also jemand, der außerhalb der Kirche ist, ein gegebenes Wort auch tatsächlich zu halten. Das heißt mit anderen Worten, die römisch-katholische Kirche kann sagen, was sie will. Wenn es nicht ihrem Vorteil dient, dann muss man immer damit rechnen, dass ihre Worte so viel wert sind wie, ich sag mal, den Dreck, den ich mir jeden Morgen unter meinen Fingernägeln wegmache. Wie war das mit dem neunten Gebot? Ja, das legt man ja eben sehr schön aus. Ne? Es gibt kein göttliches Gebot, das zum Nachteil des katholischen Glaubens dient, einem Ketzer das Wort zu halten. Also mit anderen Worten, da kommt das schöne Wort Equivocation, wie wir das im Englischen nennen, das kenne ich jetzt gar nicht das Deutsche für, die Äquivation, die Vorbehalte, da kommen die geistigen Vorbehalte dabei, was wir ja auch von den Jesuiten her kennen, dass man eben sagt, ein solches Gebot ist nur dann gültig, wenn es uns zum Vorteile gereicht. Und ansonsten muss, dazu sagen, muss man sich an diese Gebote nicht halten. Ja? Ja, im Katholizismus ist natürlich das achte Gebot, ne? Also Vorsicht, damit wirklich jetzt auch klar ist, wir sprechen also vom neunten biblischen, von dem falschen Zeugnis, ne? Ja, nee, wir sprechen also vom neunten biblischen Gebot, aber vom achten katholischen Gebot, ne? Das ist dein Punkt, ne? Ja, hast du vollkommen. Aber diese Gebote, die haben keine Unterparagraphen, keine Fußnoten, wo da irgendwelche Ausnahmen definiert werden. Nein, das ist wahr, Marius, aber diese Gebote haben oder besser gesagt, was in der Bibel steht, unterliegt der Auslegung der Kirche. Die römisch-katholische Kirche behauptet von sich, und da gibt es ganz, ganz viele Zitate von, die kann man im Internet und überall raussuchen, dass nur die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche die Bibel überhaupt erklären kann. Ja? Deswegen ist es einem jedem Laien ja verboten, die Bibel zu lesen, auch heute noch. Und wenn ihr heutzutage von der römisch-katholischen Kirche eine Bibel kriegt, um sie zu lesen, dann ist es eine verfälschte Bibel. Ja? Deswegen wollen sie die König-James-Bibel überall diskreditieren. Und wenn ihnen das nicht gelingt, dann diskreditieren sie den König James. Dann war er ein Homosexueller, dann war er ein Freimaurer, dann war er ein römischer Agent, was dann nicht alles über ihn erzählt wird. Dann wird jedes Mittel gebraucht, um den Sinn oder den
das Streben der römisch-katholischen Kirche zuzubringen. Und dazu darf man eben diese geistigen Vorbehalte gebrauchen. Ja? Und die römisch-katholische Kirche, die Hierarchie der Kirche, die Kurie, der Papst, die stehen mit ihren Lehren über der Schrift. Deswegen können ja auch nur sie die Schrift erklären. Die stehen da drüber. Jeder normale Christ, also mit normal meine ich jetzt jeder bibelgläubige Christ, der akzeptiert die Bibel als die höchste moralische Autorität für sein Leben hier in dieser Erde. Seine moralische Autorität und sein einziger Pfeiler des Glaubens. Ja? Das macht einen Christen aus. Ja? Dass er nur die einzige wahre, unverfälschte Schrift Gottes als moralischen Pfeiler gebraucht und als Pfeiler gebraucht für seinen Glauben. Die römisch-katholische Kirche aber sagt, die Tradition und die Lehren der Kirche stehen über der Bibel. Und deswegen gilt nicht das, was in der Bibel steht, sondern das, was die römisch-katholische Kirche lehrt. Und wenn die römisch-katholische Kirche lehrt, dass, Zitat, wie wir gerade eben gelesen haben, es kein göttliches Gebot gibt, dass, wenn es der Kirche zum Nachteil gereicht, man das Wort einem Ketzer halten muss, dann muss man diesem Ketzer das Wort nicht halten. Das ist, wir würden heutzutage sagen, das ist Auslegungssache. Nun, Gott hat nirgendwo ordiniert, nirgendwo, dass ich wüsste, dass er die, zwischen Anführungszeichen, Kirche, wobei wir noch einen Unterschied machen müssen zwischen der wahren Kirche Christi, den Heiligen, die hier auf dieser Erde sind, und wo jeder einzelne Baustein, jedes einzelne Element, jeder einzelne Mensch ein Teil des Tempels, ein Teil der Kirche, der Gemeinschaft für Gott ist, auf der einen Seite, oder die römisch-katholische Kirche, die das für sich beansprucht. Nirgendwo in der Bibel steht meines Erachtens drin, dass Gott weder der einen noch der anderen Kirche Vollmacht gibt, um die Schrift auszulegen. Sondern die Bibel sagt, dass ich an der Bibel nichts verändern darf. Ich darf kein Wort und kein Punkt und Komma und Strich hinzufügen. Ich darf auch nichts wegnehmen. Sonst wird mein Name oder ist mein Name nicht geschrieben im Buch des Lebens. Und die Bibel ist Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit, steht in der Bibel geschrieben. Ja, was ist denn dein Wort? Das Wort Gottes ist einerseits Jesus Christus, der im Fleisch hier auf dieser Erde wandelte, und andererseits ist das Wort Gottes natürlich die Bibel. So, aber die römisch-katholische Kirche akzeptiert eben nicht, dass die Bibel der Glaubenspfeiler ist und dass die Bibel der oberste moralische Standpunkt eines jeden Menschen sein sollte, sondern sie sagt, unsere Auslegung, unsere Tradition, das sind menschliche Rituale, das sind menschliche Traditionen, die sind wichtiger als die Bibel. Und die gehen immer über der Bibel. Und deswegen sagen sie hier ganz, ganz klar, das kann ja nun jeder ganz deutlich lesen, ja, wenn es der Kirche zum Nachteil gereicht, dann muss man, dafür gibt es kein göttliches Gebot, das uns das verbietet, mit anderen Worten, da muss man keinem Ketzer das Wort halten. So. Es geht nicht darum, was in der Bibel steht in diesem Fall, es geht darum, was die römisch-katholische Kirche aus der Bibel macht oder aus dem Wort der Bibel macht, was sie darüber erklärt. Und die erklärt halt hier, dass ihr Wort, das Wort der römisch-katholischen Kirche, über der Bibel steht, weil, wie Michael richtig bemerkt hat, das neunte Gebot in der Bibel, das achte Gebot bei den römischen Katholiken, du sollst kein falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten, heißt natürlich, dass ich im Grunde nicht lügen darf und dass ich mein Versprechen auch halten muss. Aber hier muss ich das eben nicht. So, sind wir damit durch? Es ist bekannt, fährt der Autor fort, wie Kaiser Sigismund schwach genug war, jenem sauberen Beschluss durch Zulassung des Justizmordes an Johann Hus, also Jan Hus, wie ich ihn nannte, mit dem Blute des Märtyrers zu untersiegeln. Also, jetzt lesen wir uns diesen Satz nochmal verständnisvoll durch.
Kaiser Sigismund war der römisch-katholische Kaiser, der zur Zeit des Konzils von Kostnitz oder Konstanz regiert hat. Und der Johann Hus, der aus Prag dahin beordert wurde, kann man fast sagen, beordert, eingeladen, wie man das jetzt verstehen will, ist ja wurscht. Der Kaiser hat ihm den weltlichen Schutz versprochen und der Papst hat ihm noch den geistigen Schutz versprochen. Also von beiden Seiten wurde ihm versprochen, dass er nicht angerührt werden würde, dass er sicher nach Konstanz reisen könnte, womit natürlich dann angenommen wird, sich da auch eben sicher aufhalten und eventuell zurückreisen zu können. Also es ist bekannt, dass Kaiser Sigismund aber schwach war, denn er wurde von der Kirche angegriffen, als er da war. Und er hat deswegen den Beschluss zur Zulassung des Justizmordes unterschrieben. Das heißt, er hat sein Versprechen, das er Johannes Hus gegeben hat, zurückgezogen unter dem Druck der Kirche. Und ich will da jetzt auch gar nicht weiter drauf eingehen. Wer da Interesse hat, sich da mehr mit zu beschäftigen, den kann ich anraten, nochmal zurückzugehen auf unsere Lesung vom Romanismus und die Reformation. Damals haben wir einen wunderbaren, etwas längeren Ausflug gemacht in Jan Hus, ein extra Papier darüber gelesen und sind auch auf die Umstände im Konzil von Konstanz nochmal deutlich drauf eingegangen. Dann kann man sich das gerne da anschauen und da nochmal ein wenig tiefer gehen. Ja? Also sowohl der Kaiser hat durch eine Breve als der Papst hat durch eine Breve als der Kaiser eben auch durch einen Brief damals dem Johannes Hus sicheres Geleit zugesagt. Aber als Johannes Hus dann in Konstanz ankam, hat die römische Kurie auf den Kaiser stark eingewirkt und dafür gesorgt, dass er eben sein Wort zurückgezogen hat. Und deswegen nennt der Autor das hier einen Justizmord an Johannes Hus. Und deswegen wurde Johannes Hus zu einem Märtyrer, der dort durch die lebendige Verbrennung auf dem Scheiterhaufen sein Blut vergossen hat. Das Tridentinerkonzil war bekanntlich anfangs sehr bemüht, die Gegenwart der Protestanten bei seinen Verhandlungen zu erwirken. Auch hier vielleicht ein kleines Wort der Erklärung zu bei, ist ja nicht jeder mit diesen geschichtlichen Fakten so sehr bekannt. Das Tridentinerkonzil fand statt zwischen 1545 und 1563. Das heißt, es wurde einberufen knapp 5 Jahre nach der Ernennung des Jesuitenordens durch Antichrist Papst Paul III. Die Jesuiten haben ein Eid geschworen, wie wir wissen, aus dem Eid der Jesuiten. Da gibt es ja Videos von mir drüber. Da geht es natürlich nur um die sogenannten Professen, aber das gilt natürlich für jeden Jesuiten in dem Orden, auch wenn nicht jeder den schwört. Aber jeder arbeitet dafür mit, dass seine Vorgesetzten eben genau diesen Eid erfüllen können und von daher schwört im Grunde jeder diesen Eid. Muss man ja mal sehen. Die Jesuiten sind eine Organisation wie ein Mann. Der General denkt und alle darunter führen die Gedanken des Generals aus. Ja, der Jesuitenorden agiert wie eine Person. Und dieses Tridentiner Konzil war organisiert von den Jesuiten. Es sollte eine Gegenreformation, eine Konterreformation einleiten. Und man musste die Protestanten mit an den Verhandlungstisch bekommen, weil man wollte den Protestanten deutlich machen, ihr seid abtrünnig. Es gibt nur eine Kirche, die römisch-katholische Kirche, und ihr seid abtrünnige Rebellen. Jetzt gehe ich da nicht zu viel drauf ein. Es gab eine Sitzung, angeblich in der 17. Sitzung des Tridentiner Konzils, wo dieser Punkt ganz, ganz klar gemacht wurde von dem Erzbischof von Reggio, der den Protestanten ganz deutlich gesagt hat, ihr seid nichts weiter als eine Lügenbande und deswegen werden wir euch verfolgen, weil ihr seid Ketzer, die sich außerhalb der römischen Kirche befinden. Und das hat zu tun mit einem Sabbat-Zitat, da gehe ich jetzt aber hier nicht drauf ein. Ich habe da eine 3-stündige englische Sendung drüber gemacht vor einigen Jahren, ich glaube 2015. Nothing but the truth. Why didn't the reformers go all the way? The Sabbath question. Also, nichts als die Wahrheit, so hieß das Format, unter dem ich damals gearbeitet hatte.
wie war der Titel jetzt wieder? Warum sind die Reformer nicht den ganzen Weg gegangen oder warum sind sie den Weg nicht zu Ende gegangen? Ja, die Sabbatfrage. Und das kommt eben bei dem 17., bei der 17. Sitzung des Konzils von Trient, wird das da besprochen und der Erzbischof von Reggio holte einen ganz wichtigen Punkt bei. Aber da will ich jetzt gar nicht drauf hinaus. Der Punkt ist, das Tridentiner Konzil war sehr bemüht, die Protestanten dabei zu bekommen, um sie eben zurück zur Kirche zu bekommen. Ja? Weil die Protestanten hatten sehr viel Einfluss in Europa in dem Moment. Was die gesagt haben, da haben viele Führer drauf gehört, vor allem die Könige. Könige in dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, das es damals ja noch gab, haben darauf gehört. Viele Könige, Fürsten, Grafen, Prinzen und was weiß ich nicht alle, welche Titel, welche Herrscher in der Zeit, sind damals der römisch-katholischen Kirche abtrünnig geworden und haben ihrem Volk erlaubt, ihre Religion selbst zu wählen. Wollen sie den Katholizismus oder wollen sie den reformierten Glauben? Wollen sie den wahren biblischen Glauben annehmen? Den protestantischen, wie man es auch nennt. Ja? Damals haben die Menschen alle wirklich protestiert. Die haben erkannt, weil sie die Bibel in ihrer eigenen Hand endlich hielten, nach all den Jahren der Dunkelheit, in einem dunklen Zeitalter, haben sie endlich erkannt, dass der Papst der Antichrist ist. So. Und die Jesuiten haben jetzt dieses Tridentiner Konzil aufgebaut, haben die Protestanten eingeladen, um den Protestanten deutlich zu machen, das und das und das ist der Standpunkt der Kirche. Ihr seid falsch, kommt zurück oder. Und abgeschlossen wurde das Tridentiner Konzil 1563, das waren im Grunde drei Sitzungen, die teilweise jahrelang unterbrochen waren, deswegen diese lange 18 Jahre Zeit, die das ging. Dieses Tridentiner Konzil wurde abgeschlossen mit 125 Anathemas, also Verfluchungen, die gegenüber den Protestanten ausgesprochen wurden. Und das hat natürlich nur Sinn, diese Verfluchung gegenüber den Protestanten dann auszusprechen, wenn die Protestanten auch da sind und das hören. Das haben die gehört, das haben die denen mitgeteilt. Und seitdem herrscht Krieg. Und zwar Krieg zwischen denjenigen, die an die Bibel glauben, und denjenigen, die an den Papst glauben. Und das ist inzwischen schon fast 500 Jahre her. Und der Krieg ist noch lange nicht vorbei. Also, das Tridentiner Konzil war bekanntlich anfangs sehr bemüht, die Gegenwart der Protestanten bei seinen Verhandlungen zu erwirken. Haben sie dann auch. Später war ihnen das mehr oder weniger egal. Weil aber einerseits die unzweifelhafte Fruchtlosigkeit der zu erwartenden Beratungen, weil die Leute eben die Bibel als Wahrheit akzeptieren und nicht das, was ihnen vom Papst erzählt wird. Andererseits auch Hussens Beispiel schreckte, fand sich das Konzil veranlasst zu erklären. Zitat, es solle für dieses Mal das freie Geleit nicht verletzt werden und es solle endlich keine Autorität, keine Gewalt, Bestimmung, Beschluss, im Besonderen auch nicht der des Konzils von Kostnitz und Siena gegen die Protestanten in Anwendung gebracht werden. Also mit anderen Worten, hier sagen sie, schaut, wir haben unser Versprechen in Konstanz gebrochen. Wir werden das nicht noch mal tun. Es ist wichtig, dass ihr hier seid und wir geben euch mehr oder weniger freies Geleit. Ja. Einer, der nicht kam, war Martin Luther. Der ist nie in Trient angekommen. Das ist ja 1545 begonnen und er ist im März 1546, im Jahr darauf, ist er gestorben. Er hat übrigens zu der Zeit, als das Konzil von Trient begann, sein Buch »Wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet« veröffentlicht. Mehr oder weniger am selben Tag. So ist es zumindest überliefert. Also, nochmal, ganz wichtiger Punkt. Es ist wichtig für die römisch-katholische Kirche, um die Protestanten dabei zu halten. Und es ist auch wichtig, ihnen deutlich zu machen, dass dieses Mal das freie Geleit nicht verletzt werden soll. Ja, aber kennt ihr die Geschichte von The Boy Who Cried Wolf? Ja? Der Junge, der Wolf schrie, ja? Der ist in einem Dorf und geht abends im Schimmerlicht durch das Dorf und die Leute sitzen noch gemütlich auf ihrer Terrasse und auf einmal dreht sich der Junge um und schreit, Wolf, Wolf, Wolf! Und die Leute haben natürlich Angst vor dem Wolf, gehen alle rein und haben Angst und verschanzen sich. Der Junge macht das einmal, lacht sich kaputt und findet das toll, wie die Leute alle reagieren, findet das ja ganz toll, die hören ja alle auf mich.
Und er macht das noch ein paar Abende. Und jedes Mal wieder springen die Leute rein. Und niemals kommt der Wolf natürlich. Aber dann auf einmal kommt der Wolf und der Junge schreit. Und niemand hört mehr auf ihn. In diesem Dilemma sitzt die römisch-katholische Kirche auch. Ne? Du kannst so viele Versprechungen machen, aber wenn du sie jedes Mal brichst, irgendwann hören die Leute auf, dir zu glauben. Das Problem ist, die Menschen haben aus der Vergangenheit nicht gelernt. Die römisch-katholische Kirche macht heute immer noch viel Versprechungen zu den Ketzern, ja, oder den getrennten Brüdern, wie sie seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil der 60er Jahre letzten Jahrhunderts nennt. Und trotzdem lernen die Menschen nicht, dass die römisch-katholische Kirche ihre Worte immer und immer wieder bricht. Hier steht nämlich, es soll für dieses Mal das freie Geleit nicht verletzt werden, das wurde auch nicht, und solle endlich keine Autorität, Gewalt, Bestimmung, Beschluss im Sinne und auch nicht der des Konzils von Koblenz und Siena gegen die Protestanten in Anwendung gebracht werden. Nein, aber das Konzil von Trient hat beschlossen mit 125 Verfluchungen, Anathemas. Und was heißt Anathema? Ich werde als Ketzer, als eine Person außerhalb der römischen Kirche öffentlich dargestellt und ein jeder Katholik hat das Recht, mich umzubringen. Und es ist sogar noch ein meritus work, sagt man im Englischen, ein göttliches Werk, wenn ein Katholik Hand daran anlegt, einen Ketzer umzubringen. Ja? Das ist die Moral der römisch-katholischen Kirche. Und deswegen fühlten die Protestanten sich natürlich dann nicht besonders wohl, um da zu sein. In dieser Verfügung des Konzils werden also, was wohl zu merken ist, die bestehenden schändlichen Dekrete und Gesetze hinsichts des Ketzern bewilligten freien Geleites ausdrücklich anerkannt, auch nicht widerrufen, sondern nur zeitweise für dieses Mal suspendiert. Also nicht für immer und ewig und später und in der Zukunft, sondern nur für dieses eine Mal. Womit zugleich gesagt ist, dass Rom nach jenen Bestimmungen handeln will, sobald es die Macht dazu hat. Kein Papst hat seitdem eine andere Erklärung gegeben. Folglich besteht der Theorie nach der erwähnte Kanon noch heute in voller Kraft. Das gilt, meine Lieben, ebenso für 2019, wie ich hier damals geschrieben habe, als ich das Buch vorbereitet hatte, also 2020 und in der Zukunft auch noch in 2021. Das gilt immer noch. Kein Papst hat seitdem eine andere Erklärung gegeben. Das heißt, dass für dieses Mal das Versprechen der römisch-katholischen Kirche suspendiert wurde. Also, besser gesagt, na, ihr versteht schon, ne? Dass die römisch-katholische Kirche das Versprechen gab, für dieses Mal, und für dieses Mal wurde im Grunde suspendiert, dass man die Ketzer nicht, also dass man das Wort brechen darf, das wurde suspendiert. Da kein Papst seitdem eine andere Erklärung gegeben hat, ist das heute immer noch gültig. Das heißt mit anderen Worten, heute ist es immer noch so, dass, genau wie hier oben steht, was wir gelesen haben, sobald es der Vorteil der Kirche erheische, bei einem den Ketzern geleistetes Versprechen nicht zu halten brauche, weil die dispensierende Gewalt der Kirche in solchem Falle wirksam eintrete. Also das ist wieder genauso gültig, weil kein einziger Papst seitdem eine andere Erklärung abgegeben hat. Hier unten lesen wir noch in einer Fußnote etwas Lateinisches und ich habe das versucht zu übersetzen. Das heißt mit anderen Worten, warum ich das so kleiner, weiß ich jetzt auch nicht. Ich lese jetzt mal das Lateinische nicht vor. Ich habe versucht, das einigermaßen zu übersetzen. Da heißt es, nach einem angemessenen Verhältnis zu ihm durch den Glauben oder die Verheißung des Göttlichen und dem Menschlichen auf das Naturgesetz, die Einhaltung des katholischen Glaubens gilt für die schädlich sein. Also ist halt ein bisschen Google-Übersetzer-mäßig gemacht, wo im Grunde nochmal das übersetzt ist, was man im Grunde, oder was hier in Latein steht, ist nochmal das, was ich gerade eben auf der Seite davor als Satz vorgelesen habe. Diese fluchwürdige Lehre ist, um aus 1000 Exempeln einige hervorzuheben, von Hildebrand im 11. Jahrhundert verkündet und den Ketzerverfolgungen dieses und des folgenden Jahrhunderts zugrunde gelegt worden.
für diejenigen, die in Geschichte nicht so bewandert sind, Hildebrand ist Papst Gregor der Siebte, der im Jahr 1075 den deutschen Kaiser Heinrich IV. Durch den Gang nach Canossa gezwungen hat, seinen Fehler zuzugeben und im Grunde damit den Grundstein gelegt hat für die Theokratie hier auf Erden, das heißt einen Gottesstaat hier auf Erden errichtet hat, wo ganz deutlich war, dass die Geistige über der weltlichen Macht regiert. Das ist Hildebrand. 1075, also im 11. Jahrhundert. Ja. Da ist es von ihm verkündet worden, den Ketzerverfolgung dieses und des folgenden Jahrhunderts zum Grunde gelegt worden. Wir wissen dann, das 11. Jahrhundert war das und dann ab dem 12. und 13. Jahrhundert begann ja die Ketzerverfolgung, die Inquisition. Antichrist, oder wie der Autor schreibt, Papst Martin V. schreibt an einen litauischen Fürsten, Zitat, wisse, dass du eine Todsünde begehst, wenn du Ketzern dein Wort hältst. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Was sagt der Papst hier? Du begehst eine Todsünde, wenn du Ketzern dein Wort hältst. Was ist denn eine Todsünde? Eine Todsünde ist etwas, was der Beichtvater diesem Fürsten nicht vergeben könnte. Das heißt, er wäre unwiederbringlich verdammt in der Hölle zu schmoren. Das sagt das hier aus. Wisse, dass du eine Todsünde begehst, wenn du Ketzern das Wort hältst. Wenn ich also jemandem, der nicht Mitglied der römisch-katholischen Kirche ist, ein Versprechen mache, das der römisch-katholischen Kirche zum Nachteile gereicht, und wenn ich dieses Versprechen dann auch noch einhalte, dann bin ich selbst zum Ketzer geworden. Das heißt es hier mit anderen Worten. Und Antichrist Gregor der IX. Erklärt durch ein Gesetzzitat, kund und zu wissen sei den Untertanen aller offenbaren Ketzer, dass sie von jeder Verpflichtung und jedem Gehorsam gegen dieselben entbunden sind. Welche Bestimmung der Bischof Simanka noch dahin erläutert, dass hierdurch, Zitat, Festungskommandanten und Vasallen aller Art von jederartigen ihrem Herrn gelobten Treue, ja, Weiber von dem Ehevertrag mit ketzerischen Männern entbunden würden. Das und weil man nicht verpflichtet sei, Tyrannen, See- und Straßenräubern, die doch nur den Leib töten, Treue und Glauben zu halten, man dazu noch viel weniger gegen Ketzer, welche ja die Seele töten, verpflichtet sei. Das ist übrigens auch der Grund, weshalb die römisch-katholische Kirche im 13. Jahrhundert die Gefängnisse geöffnet hat und Mörder, Vergewaltiger und alle möglichen Leute aus dem Gefängnis rausgeholt hat und denen eine hundertprozentige Absolution ihrer Sünden versprochen hat, wenn sie am Kreuzzug gegen Ketzer teilnehmen. Ja? Weil diejenigen, die im Knast saßen, weil sie gemordet haben, die haben ja nur den Leib getötet. Ketzer sind ja viel schlimmer, die töten ja die Seele. Warum? Sie töten die Seele eines Katholiken, weil sie ihnen die Wahrheit erzählen. Deswegen steht ja in der Bibel diese Frage drin. Ja, bin ich denn dein Feind geworden, weil ich dir die Wahrheit erzähle? Ein Katholik sagt ja. Und wenn man sich über den Wortbruch ein Gewissen mache, so möge man bedenken, dass, wie Merius Salomonis sagt, ein wider Christum geleistetes Versprechen mein Eid ist. Deshalb seien ja auch gerade einige Ketzer zu Konstanz trotz des ihnen gegebenen Geleites verbrannt worden. Und Sankt Thomas, ja, das ist Thomas von Aquin, der Kirchendoktor aus dem 13. Jahrhundert, ist auch der Meinung, dass man einen unverbesserlichen Ketzer vor Gericht ziehen dürfe, auch wenn man ihm das Gegenteil eidlich versichert habe. Also mit anderen Worten, ich kann ein Eid schwören, dass ich dich in Ruhe lasse, aber ich kann das brechen und dich trotzdem vor Gericht ziehen, weil du ein Ketzer bist. Bonazzina erklärt gegen das kanonische Gesetz abgeschlossene Verträge und Versprechungen für unverbindlich. Ja? Also alles, was gegen das kanonische, gegen das römische Gesetz geht, gegen das Kirchenrecht geht, alle Verträge und Versprechungen dagegen sind unverbindlich, also nichtig. Und wenn sie durch einen Eid bestätigt werden, also vollkommen Wurst, ob sie durch einen Eid bestätigt sind oder nicht, wenn es gegen das kanonische, gegen das römische Kirchengesetz geht, dann sind solche Verträge und Versprechungen null und nichtig.
Antichrist Innozenz der Achte. Ja, ist alles eine Gotteslästerung, alleine schon sich Innozenz zu nennen und dann die Position einzunehmen des Papstes hier auf dieser Erde. Innozenz heißt ja unschuldig. Dieser Antichrist erklärte endlich 1487 in einer gegen die Waldenser gerichteten Bulle, dass alle ihnen geleisteten Versprechungen, übernommene Verpflichtungen, Schuldverschreibungen und so weiter null und nichtig seien. Lass das mal ein bisschen sinken. Antichrist Innozenz der Achte erklärte endlich in 1487 in einer gegen die Waldenser gerichteten Bulle, also eine Bulle ist das höchste Schriftstück, das ein Papst veröffentlichen kann. Das höchste in dem Sinne, das wirkungsvollsten, das kräftigste Schriftstück. Und wenn ein Papst eine Bulle veröffentlicht, dann wird sie direkt übernommen in römisch-katholisch-kanonisches Recht. Das Semper Adam ist unveränderlich. Das ist mit anderen Worten zwischen Anführungszeichen in Stein gehauen. Ja? Dieser Antichrist erklärte 1487 in einer solchen Bulle, gerichtet an die Waldenser, das sind die Vaudois, das ist das Volk der Täler, die in Piedmont gelebt haben, die im Süden der Alpen gelebt haben, in Norditalien oder in Südfrankreich, ein Riesengebiet bevölkert haben und es gab im Laufe der Jahrhunderte Millionen von ihnen. Und diese Waldenser haben natürlich den protestantischen Glauben gehabt. Sie haben sogar ihre eigene Sprache gehabt, ja, romanistisch, die übrigens, glaube ich, in der Schweiz heute noch gesprochen wird. Ist, glaube ich, sogar eine Amtssprache in der Schweiz, das romanistisch. Das ist auch die Sprache, in der die Urbibel von den Waldensern übersetzt und überliefert war die ganze Zeit. So mal eben eine kleine Nebeninformation. Gegen diese Waldenser sagt Antichrist Innozenz der Achte in 1487, dass alle ihnen gegenüber geleisteten Versprechungen, also der Kirche gegenüber geleisteten Versprechungen, Verpflichtungen und auch Schuldverschreibung und so weiter, alles ist null und nichtig. Warum? Weil ich einem Ketzer eben nichts versprechen muss. Und wenn ich ihm etwas verspreche und es geht gegen den Nutzen der römisch-katholischen Kirche ein, dann kann ich das auch sagen, das habe ich nie gemacht. Das nennen wir geistige Reservation, geistige Vorbehalte. Als Heinrich von Valois 1573 zum Könige von Polen erwählt war, mühte sich der Kardinal Hofius, den Eid zu verhindern, welcher den Polen ihre religiöse Freiheit bestätigen sollte, und da ihm dies nicht gelang, empfahl er dem neuen Herrscher offen, meineidig zu werden, und versicherte ihm, dass er für diesen Eidbruch nicht einmal der Absolution bedürfe, weil sein Schwur an sich unverbindlich sei. Das lesen wir nach in dem Werk Lektüre und Salvonia von Count Valerian Krasinski auf Seite 277, erschienen 1847 in Edinburgh. Krasinski ist der bei weitem ausgezeichnetste und zuverlässigste aller polnischen neueren Historiker. Seine Kirchengeschichte ist ein vorzügliches Werk. Na, wir haben hier ja, glaube ich, einen Gast bei uns, der ursprünglich aus der Gegend von Polen kommt, der Marius. Das ist ja vielleicht für ihn auch mal interessant, sich über dieses Werk zu informieren, denke ich mal so, wenn er es nicht wenn schon es getan denn, hat. Wenn es auf Polnisch geschrieben ist und nicht wie hier Lectures on irgendwie in Latein oder dergleichen Sprachen ist. Lectures on Salvonia, das scheint mir hier Englisch zu sein, könnte sonst auch Französisch sein, aber Lectures on Salvonia, das müsste eigentlich Englisch sein, ja. Aber vielleicht gibt es das ja auch übersetzt oder so. Kannst du dich ja mal erkundigen. Ne? Valerian Krasinski, Seite 277. Kannst du ja mal gucken. Das hier ist zwar eine englische Ausgabe, aber es ist ja durchaus möglich, dass das in Polnisch oder in Latein natürlich auch geschrieben ist. In Latein kannst du natürlich auch nicht lesen. Ne? Nur mal so ein Punkt. Ne? Vielleicht ist es interessant, sich da mal drüber zu informieren. Ja. Noch? Und dann eine Frage. Wenn es jetzt im Ketzer erlaubt ist, also die Hucke voll zu lügen, den eigenen Leuten darf man dann nicht belügen oder gibt es da wieder welche Reservationen und Ausnahmen?
es ist nicht dem Ketzer erlaubt, ihm die Hucke voll zu lügen, es ist dem Katholiken erlaubt, dem Ketzer die Hucke voll zu lügen. So muss man es richtig sagen. Ja, so meinte ich auch. Ja, ich will es doch eben richtig stellen, dass die Leute das auch bitte schön richtig verstehen. Und natürlich, die Frage liegt dann ja nicht so sehr, kann ich auch einem Katholiken vorlügen? Die Frage, die man sich eher stellen muss, ist von, was ist denn die Definition eines Ketzers? Und dann wird es natürlich interessant, ne Marius? Weißt du warum? Weil wahrscheinlich in eigenen Reihen auch welche dazu gehören werden. Ich möchte nur mal kurz verweisen auf Adolf Hitler, der ja so gesagt die römisch-katholische Kirche auch verfolgt hat in seinem Dritten Reich. Wir haben aber während der Lesung hinter den Diktatoren deutlich festgestellt, dass diejenigen, die von Adolf Hitler verfolgt wurden aus der römisch-katholischen Kirche, diejenigen waren, die liberale Katholiken sind. Aber was ist denn ein liberaler Katholik? Ein liberaler Katholik ist einer, der nicht tridentinisch ist. Das heißt, der nicht so extrem katholisch ist, dass er das Konzil von Trient als oberste Glaubenslehre der römisch-katholischen Kirche aufrecht hält. Um das jetzt mal ganz deutlich auszudrücken. Ja? Diese liberalen Katholiken, das sind diejenigen, die zum Beispiel zu Beginn des 17. Jahrhunderts sich in Deutschland arrangiert hatten mit den Protestanten. Da haben wir auch, glaube ich, Michael möge mich darin bestätigen, gelesen in dem Buch von Griesinger über die Geschichte der Jesuiten, da haben wir ja auch über den 30-jährigen Krieg gesprochen, Anfang des 17. Jahrhunderts, der wütete ja zwischen 1608 und 1648. Und da haben wir ja auch festgestellt, dass viele Katholiken sich mit den Protestanten vermischt haben. Es gab sogar Mischehen, ja. Und es gab sogar Ehen, wo ein Teil protestantisch, ein Teil katholisch war und die Kinder tatsächlich protestantisch erzogen wurden. Dieses Vermischen der römischen Katholiken mit Ungläubigen, um jetzt mal ein anderes Wort als Ketz zu gebrauchen, ungläubig in dem Sinne von nicht gläubig an die römisch-katholische Kirche, dieses Vermischen beschaut die römisch-katholische Kirche als liberal und diese liberalen Katholiken sind der Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, der Tridentiner-Hierarchie, ein Dorn im Auge seit Hunderten von Jahren. Deswegen kann ich euch versichern, wenn Tom Fress sein Ministerium Inquisition Update nennt und versucht, die Amerikaner zu warnen vor der kommenden Inquisition, die in Amerika dort einfallen wird, das ist genau die Inquisition, die ich hiermit meine. Weil die erzkatholischen an das Konzil von Trient haltenden Katholiken alles, was von der Sichtweise vom Konzil von Trient abweicht, als liberal sehen und im Grunde auch als, zwischen Anführungszeichen, Ketzer sehen. Und diese liberalen Katholiken wurden bereits immer verfolgt und die Verfolgung war ganz besonders stark im 20. Jahrhundert. Viele Kriege wurden geführt, wo viele sogenannte Christen, nämlich eben Katholiken, die sich ja immer als Christen ausgeben, auch ermordet wurden. Das waren keine Kollateralschäden, das waren gemeinte Morde, Vernichtungen, Schäden zuzufügen. Es ging um liberale Katholiken. Obwohl teilweise diese liberalen Katholiken später dann sogar teilweise als Märtyrer bezeichnet wurden und man errichtete den Standbildern und Gedenkmäler und alles drum und dran. Aber das ist eben die Doppelzüngigkeit des Papsttums. Auf der einen Seite ermorden sie die Menschen und am nächsten Tag sagen sie von, das war jetzt aber ein Märtyrer. Denkt doch mal zum Beispiel, nur mal ein Beispiel an Galileo. Der ist ja auch vom Inquisitionstribunal erschienen und wurde zum Märtyrer gemacht. Und heute folgt die römisch-katholische Kirche die ganze Zeit seiner Lehre und erhebt ihn auf einen Stuhl, aber erst haben sie ihn verfolgt. Das ist jetzt nur ein Beispiel von Hunderten, Tausenden wahrscheinlich sogar. Also, deine Frage, gilt das auch gegenüber Katholiken? Lass uns dann das Wort Katholik genau definieren und lass uns das Wort Ketzer genau definieren. Und wenn wir uns darüber einigen können, dass die römisch-katholische Kirche eben als wirklich katholisch nur akzeptiert, was sich hält, mindestens hält
an alle Beschlüsse vom Konzil von Trient aus dem 16. Jahrhundert, dann sind innerhalb der römisch-katholischen Kirche 80% liberal und damit im Grunde für die Tridentiner Ketzer. Und die müssen gereinigt werden. Und diese Reinigung des Purgation, wie das im Englischen heißt, ist genau das, worauf wir warten, was sich erfüllen muss, wie die Himmelskönigin es in einigen Botschaften bereits gesagt hat, dass noch viel, viel gereinigt werden muss auf dieser Welt, bevor bestimmte Dinge erfüllt werden können. Diese Reinigung ist die Reinigung der römisch-katholischen Kirche von dem liberalen Gedankengut. Von denjenigen Katholiken, die Redefreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit propagieren. Religionsfreiheit propagieren. Das geht nicht zusammen mit der Lehre der römisch-katholischen Kirche, Tridentiner Konzil. Das verdammt all diese Dinge. Papst Pius IX. Hat in seinem Syllabus der Fehler und in anderen Schreiben gerade diese Regierungsform wie Demokratie, wo das Volk regiert, wo der Souverän selbst dass der Mensch ist, das Volk ist, hat er verdammt. Er hat Bibelgesellschaften verdammt, er hat diese ganzen Demokratien verdammt, er hat die Republiken verdammt, er hat die Republik von den Vereinigten Staaten von Amerika verdammt. Die ganzen Katholiken, die da leben, die haben sich mit den Protestanten arrangiert. Deswegen ist Amerika heute das, was es ist. Also ich spreche jetzt nicht davon, was es wirklich im Hintergrund ist, sondern was es oberflächlich ist, auf die erste Sicht. Nämlich ein Zitat, Anführungsstriche oben, unten, ein freies Land, in dem man freie Meinungsäußerung hat, in dem man sich frei bewegen kann, in dem man freie Presse hat. Gut, wir wissen, wenn wir hinter die Kulissen schauen, ist das alles nicht so, aber der Schein wird ja aufrechterhalten. Und warum? Eben weil die Katholiken sich dort mit den Protestanten verbunden haben. In Amerika werden in dieser Zeit dieser Reinigung mindestens 100 Millionen Tote fallen. Mindestens, wenn nicht mehr. Und hier in Europa nicht weniger. Hier in Europa haben sich die Katholiken doch auch alle den Protestanten angepasst. Ich meine, selbst in Belgien, in dem Land, wo ich hier lebe, ist ja eine Demokratie. Gibt es ja freie Wahlen, gibt es ja so gesagt eine freie Presse. Das hier ist aber ein erzkatholisches Land. Wenn hier erstmal die Tridentiner Einzug halten oder die Tridentiner Lehre Einzug hält, dann verschwinden von der belgischen Bevölkerung aber mal locker 80%. Und zwar in Konzentrationslagern. Und in Deutschland ist das nicht viel anders. Die ganze deutsche katholische Kirche ist doch liberal. Die vertritt doch nicht mehr Tridentiner-Werte, sondern die vertritt Werte, um sich mit den Protestanten zu arrangieren, um überleben zu können. Aber schlussendlich kommt es darauf an, den Willen des Tridentiner-Konzils durchzusetzen. Dieses satanische Tridentiner-Konzil ist nichts anderes als die neue Weltordnung, ist nichts anderes als die Weltordnung, die installiert wird, wo ein jeder einen Eid schwören muss an Luzifer, genauso wie der, jetzt komme ich gerade nicht auf seinen Namen, das in den 50er Jahren gesagt hatte, da von der UNESCO oder wie hieß er da, ich komme jetzt nicht mehr auf seinen Namen, der meinte, es wird keiner in die neue Weltordnung eintreten, der nicht einen luziferianischen Eid schwört. Und dieser luziferianische Eid ist im Grunde nichts anderes, als die Beschlüsse des Konzils von Trient zu akzeptieren. Der Papst Benedikt XVI., glaube ich, hat in 2008 den Amerikanern noch gesagt, dass die Amerikaner übertreten müssen zu einer vollen Kommunion mit der römisch-katholischen Kirche. Volle Kommunion heißt die totale Akzeptanz der Messe mit allem drum und dran, der römisch-katholischen Messe, die haben wir ja schon genug besprochen in diesem Buch, und daneben die Transsubstantiation. 100% Akzeptanz. Wer das nicht vor 100% akzeptiert, der wird einen Kopf kürzer gemacht. Genau das, wie ich am Anfang dieser Sendung sagte. Konvertiere oder stirb. Aber konvertiere nicht zum Katholizismus nur. Nein, konvertiere zum Erzkatholizismus. Konvertiere zu dem Konzil von Trient. Zu den Beschlüssen. Das ist das, worum es im Grunde geht. Ja, mit den ganzen Erklärungen und Fragen nebenbei sind wir jetzt in der Lesung heute nicht besonders weit gekommen, aber ich hoffe, es war trotzdem interessant, und wenn da noch ein paar Bemerkungen sind zum Abschluss, dann nehme ich die gerne noch auf. Bemerkungen, Fragen, ansonsten
schließe ich die Lesung hier für heute ab, weil die Stunde haben wir ja, glaube ich, inzwischen schon leicht überschritten. Gibt es noch Fragen oder Bemerkungen zu dem, was ich vielleicht gerade gesagt habe oder was bereits gefragt wurde? Gibt es da noch Anmerkungen zu aus der Runde hier? Ja, dann habe ich den Eindruck, da müsst ihr erstmal verdauen, was ich euch gerade in den Kopf geschmissen habe. Ich kann euch nur sagen, die nächsten Lesungen werden sehr interessant, weil wir haben noch nicht mal oder knapp 2 Seiten in diesem Kapitel geschafft. Das Kapitel geht aber über 10 Seiten. Da werden wir uns nächstes Mal nochmal ganz ordentlich auf den Hintern setzen müssen, um diese Studie durchzubringen, weil es ist unglaublich wichtig, was hier besprochen wird. Und ich finde die Frage von dem Marius noch einmal, ich finde sie sehr, sehr wichtig. Kann denn oder können denn diese Eide gegenüber einem Katholiken auch zurückgezogen werden? Ja, man muss nur vorher genau definieren, was ist ein Ketzer und was ist ein Katholik. Und wenn ich das Tridentiner Konzil als Maßstab nehme, dann sind 90% der Katholiken der Welt heutzutage Ketzer. Und wenn man das erkannt hat, dann weiß man, dass die römisch-katholische Kirche selbst rigoros gegen ihre eigenen Leute in den Ländern vorgeht und vorgehen wird. Ja, und neben einem solchen Buch kann ich immer nur anraten, nebenbei auch nochmal deutlicherweise meistens die Bibel zu lesen, um sich gut darauf vorzubereiten, was denn die wirkliche Wahrheit ist, nämlich nicht ein oder andere Auslegung des Tridentiner Konzils oder der römisch-katholischen Kirche. Das hat nichts mit Wahrheit zu tun. Wenn ihr das erkennen wollt, wenn ihr das lernen wollt, wenn ihr das verstehen wollt, dann könnt ihr euch nur an die Heilige Schrift wenden, an das Wort Gottes, in dem geschrieben steht, dein Wort ist Wahrheit. Das, was in der Bibel steht, ist Wahrheit. Alles andere ist Lüge. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott euch behüten, schützen und segnen und bitte lest eure Bibel. Maranatha. Thank you.